Ja, ich bin durch ein Klingeln wach geworden und so aus dem Bett, da sah ich aus dem Fenster, nur alles hier unter Feuer und ja, es brannte lichterloh. Und so bin ich raus, hab meinen Gartenschlauch geschnappt und bin rüber. Der Bewohner von dem Haus gegenüber, was jetzt im Vollbrand stand, stand auch schon draußen und ich habe nur zugesehen, dass wir irgendwas hier mit Wasser löschen können. Mehr konnte ich jetzt auch nicht machen, bis die Einsatzkräfte da waren. Sehr geschockt. Ne? Erstmal, ob alles gut ist. Ja, die Personen, die sind mir auch wichtig. Und ja, natürlich mein Eigentum und ist ne, sehr viel, was man investiert hat. Ne? Ja, also ich bin hier aufgewacht, weil der Hund so unruhig war und ich dachte, der Hund muss vielleicht raus oder Pipi machen oder so, dann machen sie auch bemerkbar, ja, und dann habe ich gesehen, dass so ein komisches Flackern am Fenster war und dachte, der Nachbar hat vielleicht eine Feuertonne angeschmissen und dann gucke ich aus dem Fenster und sehe, dass mein Carport da lichterloh in Brand steht. Ja, und der Hund war natürlich sehr nervös die ganze Zeit und dann habe ich ja Feuerwehr angerufen, Klamotten angezogen und bin erstmal rausgerannt. Also wenn der Hund nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich immer noch am Schlafen, friedlich. Oder dauerhaft am Schlafen, wie man sehen will. Also Lebensretter, definitiv. Weil bis die Rauchmelder unten ausschlagen, weil oben ist ja nur Dachboden, das hätte ewig gedauert. Ich meine, ich bin froh, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind, dass ich alle, so wie Nachbarn, so rechtzeitig warnen konnte. Weil es ist ein Doppelhaus, die andere Hälfte ist ja von jemand anders bewohnt, aber so nützt dir nichts. Hier, ja. Ja, komm, hier, mach ihn hier. Du musst ihn, oder? Komm, hier, komm. Komm, hier, komm. Du kommst jetzt nicht weg. Und das ist jetzt quasi der Lebensretter. Das ist der Lebensretter hier. Wenn der Hund nicht gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Ja. Natürlich ganz schön nervös und aufgeregt. Ja, ja, so geht das auch. Du bist Lebensretter, ne? Absoluter Lebensretter hier. Kannst du stolz drauf sein? Ja. Die Samtgemeinde Feuerwehr Holtrim ist um kurz vor 1 alarmiert worden zu einem Schuppenbrand, also einem relativ kleinen Feuer. Der Ortsvermeister hier aus Blomberg wohnt ganz in der Nähe, ist direkt hierher gefahren und hat direkt eine Nachalarmierung durchgegeben, weil er dort schon gesehen hat, dass das Feuer übergegriffen ist auf den Dachstuhl vom Gebäude. Bis alle Feuerwehren hier jetzt eingetroffen sind, hat sich das Feuer rasend schnell ausgebreitet, so auf den kompletten Dachstuhl. Die Brandwand hat komplett gehalten, sodass die eine Haushälfte komplett gesichert werden konnte. Bei der anderen Haushälfte ist leider der Dachstuhl komplett ausgebrannt. Menschenleben waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Also das Problem ist hier ein bisschen, dass es ein Neubaugebiet ist. Die Straßen sind nicht besonders gut ausgebaut. Also es ist eine sehr, sehr enge Lage für die ganzen großen Löschfahrzeuge, die hier sind. Sodass es sich schwierig gestaltet hat, hier alles zu positionieren. So auch die Drehleiter. Aber die ersten Trupps konnten natürlich sofort mit Wasser vorgehen und die Löschwasserversorgung ist auch kein Problem gewesen.